Ja, komm! Ach so, okay, verstehe. Mhm. Dass sie immer so eine Bombe kommt? Was ist das für eine Scheiße? Da, damit ihr den Beat auch richtig hören könnt. Walls of the Flower. Okay, Flower Power, let's go. Okay, let's go. Ich sage, das Konzept des Spiels ist nicht schlecht, nur die Umsetzung ist grauenhaft. Und die Story ist schlecht, natürlich. Das ist Quatsch mit den AI-Chatbots und alles, das ist, glaube ich, klar, aber... Warum war der erste Boss so freaking hart und schlecht und jetzt... Oh, kacke. Ja, hallo? Cool. Okay, wenn ich die Chance habe, dann lieber mit dem P-Shooter. Was? Ich konnte es doch gar nicht sehen! Wieso spawnt es denn da oben schon? Ich sehe es denn nicht mal. Geil, geil. Und guck mal, das meine ich, wenn es auf dem Boden landet, sollte es despawnen und nicht noch unter dem Boden weiterhageln, damit ich mich noch unter dem Boden davon angreifen lassen kann. Ist ja mega dumm. Und die Katze schon wieder. Ja, bin eh tot. We didn't get enough last time? Nee. Tatsächlich nicht. Komm, komm her. Lass dich anvisieren von mir. Bitte. Komm, danke. Wie sich auch aussieht. Ich meine, die Animation sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus, aber es ist halt alles komplett mit MS Paint gezeichnet oder so. Ich frag mich, ob die Animationen ob die Animationen geklaut sind. Also ob das wirklich einfach so übermalt ist mit MS Paint. Oder ob das wirklich originale Animationen sind von dem Typen, der es gemacht hat. Könnte sein. Ich glaube, das ist hier eine One-Man-Show. Ja, da... Großartig. Großartiges Game. Ich muss immer so ganz kleine Jumps machen. Ich kann kleine Jumps machen, aber die sind sehr, sehr schwer auszuführen hier. Zweite Phase. Komm. Zeig mir, was du drauf hast. Show me. Unsichtbar? Nee. Hä? What? Okay, einfach die Hitbox von ihr ist jetzt größer geworden. Mehr ist es nicht. Alles klar. Sie kann mich jetzt auch auf der oberen Plattform da erwischen. Das war's. Okay. Okay. Oh, jetzt tanzt sie immer mehr. Warte, das ist mini, das ist so mini. Kommst du nicht durch? Unmöglich. Was soll das? Guck dich mini an. Ich frag mich auch wirklich, wo denn die Hitbox von meinem Charakter zum Beispiel ist. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich glaube aber wirklich, dass es nur vorhin das... Geil. Geil gemacht. Ich glaube wirklich, dass es vorhin nur dieses eine Bienenlevel war, was so schwer war. Also von den Hitboxen, ja. Die Bienen hatten riesige Hitboxen. Ich glaube, ansonsten hat das Spiel wahrscheinlich keine Bullshit-Hitboxen. Hoffentlich. Weil die Pilze, die waren ja eigentlich schon sehr großzügig. Dafür, weil sie so fucking riesig waren. So, was geht denn jetzt ab wieder? Bombe. Okay. Ich liebe die Stock-Sounds. Man kennt sie. Man kennt sie. Kommt sie wieder zurück? Ja, sie kommt wieder zurück. Nicht gut. Ja, was? Komm. Ah! Ich trau mich meistens gar nicht mal mehr erst zu springen, ne? Was mach ich jetzt? Okay, krank. Ja, hallo! Ja, das ist ganz nett animiert eigentlich. Boah, krank, dass da über mir nichts gespawnt ist in dem Moment. Sehr lucky. Verstehe, verstehe. Aha. Jetzt kommt wieder der Bombenheini. Ja, was? Hallo! Ist doch gut jetzt! Komm, letzte Phase. Lass mich zumindest mal die letzte Phase sehen. Bevor ich hier aufgebe, Mann. Wie sagt nein? Oder gibt es keine letzte Phase? Ja, doch. Doch. Hä? My lady? Okay. Kann die mich abschießen oder was kommt jetzt? Das ist aber auch so böse. Das ist immer in der letzten Phase, dass es auch immer so viel schwieriger wird als am Anfang. Schon böse. Oh mein Gott, ich lebe ja noch. Ich habe gerade tatsächlich ziemlich Glück mit den Blumen-Patterns. Hä? Hä?
Warum hat Minnie eigentlich gar keine Animation? Sie wackelt nicht so. Ist einfach nur. Ja, komm! Wenn ich das spiele, frage ich mich, warum spiele ich einfach Cuphead? Also, das mal legit. Warum spiele ich jetzt nicht einfach gerade Cuphead? Ich bin wieder AVGN. Ich kann nicht anders. Ich muss die schlechten Games spielen. Genau jetzt. Oh, ich wurde nicht erwischt. Aber die Katze könnte mich jetzt erwischen. Weil ich Pech habe. Aber die, ja, die Bombe schmeißt aber immer exakt gleich, ne? Immer landet sie links. Okay, komm. Verwandel dich. Letzte Phase. Oder verwandel dich nicht. Ist mir eigentlich wurscht. Aber lass mich jetzt zumindest gewinnen. Please. Ich habe nur noch ein Leben. Nee, lass mich nicht gewinnen. Okay, 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 okay. We in this, we in this. Komm zurück. Das ist tatsächlich spannend. Jesus, bleib stehen, bleib stehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sie kommt wieder. Hab ich's, hab ich's. Hallo? Wie sie guckt. Crazy! Okay, komm, weiter geht's. Weiter geht's. Danke. Ah. Yeah. Wir haben es geschafft. Die Kamera, aber nicht. Aber ich habe nichts freigeschaltet die letzten beiden Mal, ne? Pastoral Symphony. Wollen wir noch was machen? Komm. Komm, ich spiele so lange, bis ich mich fallen, bis ich nicht mehr wie fallen kann. Ein. Okay, von vorne. Ein Huhn! Und die exakt gleiche Stage schon wieder! Mit der Plattform in der Mitte! Aber er kann seinen Kopf nach oben ziehen manchmal. Okay. Boah, ich werde jetzt ein Pro-Player hier. Soll ich das Game durchspielen? Wollt ihr, dass ich ein komplettes Playthrough hiervon mache? Lasst es mich wissen. Dann behalte ich das. Dann werde ich es auch nicht mehr fahren. Lass es mich wissen. Aber, ja. Wir sind so drin hier. I.png! Nein! Jetzt kriegt das Video ganz viele Likes! Weil man I.png sieht. Most liked tweet, was auch immer. Die Musik passt so überhaupt nicht gerade. Wunderbar. Nee, nee, ich meine, es passt perfekt. Atemberaubend. Atemberaubendes Game. Game Design ist top notch. Also, ich glaube, Paper Mario, VCD Door kann einpacken. Braucht gar nicht erst mehr rauskommen. Wir haben das Spiel jetzt hier. Nächstes Cuphead? Nein. Brauchen keinen neuen DLC. Wir haben den neuen DLC. Mom, can I play Cuphead? Yeah, but we already have Cuphead at home. Cuphead at home? Ja. Nein, er ist groß geworden. Er ist so schnell erwachsen. Ach so, okay. Verstehe. Mhm. Seems legit. Seems legit. Ah, cool. Cool. Was? Okay, das Huhnhündchen ist jetzt ein UFO. Und meine Bienengun, die reicht noch nicht mal bis dahin, weil die hat nur eine bestimmte Range, wie ihr sehen könnt. Sehr gut. Sehr gut programmiertes Spiel. Sehr gutes programmiertes Spiel. Und es trifft mich jetzt, oder? Ja, war klar. Und es trifft mich jetzt nochmal und ich bin tot. Nein, noch nicht. Cool. Oh mein Gott. Krank. Absolut wild. Wie man heutzutage sagen würde. Kannst du bitte sterben? Das ist halt so langweilig, ne? Okay, ich weiß nicht, wo ich stehen muss. Oh, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht. Heb noch! Ich hoffe es! First try! First try! First try! First try! First try! Nein, ich bin tot. Wow. Ach was! Schnauze! Habe ich schon erwähnt, dass das Spiel 5 Euro ist? Oh, jetzt kommt wieder das. Oh mein Gott, die UFO-Transformation. So gruselig. Keine Ahnung, wo die Hitbox ist. Ich greife einfach so an mit der Gegenwand. Passt schon. Aber krank, wie viel Damage man hier schon machen kann.
Daran, dass ich verwandelt. Ja, Leute, lasst mich euer Fazit auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr gespannt, was ihr von diesem Spiel halten werdet. Ich meine, ist es ein Masterpiece, oder? 10 out of 10. Weil ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aua. Jetzt nicht Throne. Nicht Throne. Töte das UFO. Das UFO. Huhn. Huhnfo. Töte das Huhnfo. Ja, wir haben es, glaube ich. Ich kann ihn beschießen. Ich glaube schon. Yay. Wow, wow. Oh, danke schön. Oh, danke schön. Eckkatapult. Beat enemies with this catapult that launches medium range rubber reacts and bounce and have good damage. Oh, good damage. Als Weiser bin ich da immer dabei. Also, denke ich mal hier auch. Good damage ist immer gut an. Komm, wir machen die erste Welt durch. Komm, ich hab jetzt Bock drauf. Ich hab actually jetzt Bock drauf. Eckkatapult. Ja, wie mal aus. Achso, Schollkreuz, ich Idiot. Ich bin ja dumm. Sorry. Spring Song! Oh, das ist so süß. Oh, so, was mach ich jetzt? Cool. Aber man muss vorher schon rüberspringen, ah. Okay, also, die Eckbombs sind sehr, sehr stark, aber schießen sehr langsam. Verstehe. Und der hat aber nur zwei Phasen. Obwohl, der hinten ist noch ein dritter Strich, keine Ahnung. Junge. Es ist ein Kampf, es ist ein epischer Kampf mit dieser Musik. Bro, ich darf wieder neu starten. Actually habe ich keine Ahnung, wo seine Hitbox ist. Sein Schweif zählt aber scheinbar nicht zur Hitbox. Look, ist das langweilig. Warum halt die Hälfte dieses Kampfes einfach nur das hier? Das ist die Hälfte des Kampfes. Gleiche Stage, nur mit anderem Clipart-Hintergrund. Alles schon zusammengewürfelt, Artzeit passt nicht. Wunderbar. Ja, sorry, ich bin einfach nur ein Hater. So, meine Meinung zählt hier gar nicht in dem Game. So, zeig was Neues. Komm, zeig. Komm, hau raus. Tanz noch mehr. Tanz einfach nur mehr. Ernsthaft? Das ist ein Kampf? Der tanzt noch mehr? Mehr kann er nicht? Oh, 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 oh. Okay. Und dann rennt er zweimal hin und her. Und dann kommt jetzt natürlich jetzt die Bombe. Aha. Schön, dass es einen Typen gibt in diesem Spiel, der random erscheint. Und der einfach durch den halben Bildschirm was schmeißt. Und das kannst du einfach nicht... Ja. Cool. Cool. Spaß. Ja, aber okay, jetzt wissen wir den ganzen Kampf schon. Ist ja eigentlich super boring, super basic. In der zweiten Phase wird er halt nur schneller. Guck, eigentlich ist er jetzt schon in der zweiten Phase. Aber ich glaube, er muss unbedingt immer rechts sein. Damit die Animation hier beginnen kann. Little Bro hat sie nicht spiegeln können. Oh, jetzt dasht er, jetzt kommt das. Ah, Junge, der hat so eine riesige Hitbox rein. Okay, ich mach nur die Bienengun. Ich muss mir was ausweichen, falls sie Trian. Hä? Hä? Was? Hä? Digga. Ich bleib dabei. Ich finde die Ideen da ganz cool und alles. Bienengun, Eiergun. Und hätte das Spiel eigene Grafiken und vielleicht auch eigene Musik und nicht Mozart. Oder hier Goethe oder was auch immer. Hätte das Spiel actually ganz solide werden können. Na okay, die Programmierung ist trotzdem scheiße, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, hab die Taktik. Einfach stehen bleiben hier oben. Er rennt nicht sofort los. Er macht erstmal. Guck, er rennt noch nicht. Rennt, rennt er. Ja, geil. Jetzt schon wieder die Bombe. Ja, was mache ich jetzt? Ich kann nicht schnell genug wieder A drücken. Bin tot, oder? Jetzt aber. Ich weiß nicht, wo seine Hitbox ist. Deshalb habe ich Angst, wann ich springen soll. Bro! Wie oft noch? Ja, jetzt darf ich jetzt verlieren.
Ich drücke A und dann macht er und dann will ich nicht mehr drücken. Wehe, es kommt nochmal die Katze, ja? Wehe. Boah, die Steuerung ist so schrecklich, ehrlich. Aha, da kommt wieder die Katze. Oh, ich hab's nächstes Mal geschafft, krass. Mal gucken, ob ich eine Bombe ausweichen kann. Oh mein Gott, ich... Ich hab's sogar ausgewichen, aber er hat mir trotzdem den Schaden gegeben. Warum auch immer. Hä? Ach komm. Warum? Wovon? Ist das irgendwie programmiert, dass sie immer so eine Bombe kommt? Was ist das für eine Scheiße? Boah, wieso kann ich den Anfang nicht einfach skippen? Das ist super langweilig. Aha. Cool. Ein Hit. Das ist bei der Hälfte. Wo ist die Hitbox? Hinter seinem Ding, oder was? Hinter dem, was mich eigentlich treffen sollte. Ja, okay, cool. Da. Ich komme mittlerweile schon durcheinander. Also, no joke, ich komme mittlerweile schon durcheinander hier. So, jetzt verwandelt er sich wieder. Okay, beim zweiten Mal dash ich weg. Solange der Bombenhaini nicht kommt, ist alles okay. Ich glaube, beim ersten Mal muss ich spät springen. Beim zweiten Mal einfach dashen. Okay, we in this, wir schaffen das. Kopf ran, schaffen das. Das ist der Run, das ist der Run. Freunde, das ist der Run. Ich will gleich einen Knockout hören. Von euch natürlich, das sperrt das natürlich nicht. Komm, Knockout! Ich bin schon so erschöpft. Und rennt mich trotzdem um. Yay, wir haben keine satisfying Animation, aber yay, wir haben es geschafft. Yippie! Okay, also ist die Welt vorbei? Habe ich die Welt geschafft? Oder ist hier noch ein Boss? Was ist hier? Okay, wir haben noch einen Boss. Oh Gott, will ich den machen? Komm, wir machen den. Ich bin schon zu tief in dieser Scheiße drin. Ich geh noch weiter rein. Summer Desert! Oder Desert. Summer Desert, Desert. Nee. Das ist die nächste Welt. Hä? Ah! Hey, warte mal. Aber was war denn dann? Hä? Aber ich dachte, das hier ist schon die Subkurs. Weil hier war doch die Overworld. Ja, Main Map. Hör, jetzt kann ich hier weiter. Oder ist das ja einfach nur so ein Fast Travel? Ja, okay. Freunde, lasst es mich wissen, ob ihr noch mehr von der Scheiße sehen wollt. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Wenn nein, lasst trotzdem ein Like da. Wir sehen uns wieder.